Herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, in meiner Küche. Jetzt fragt ihr euch, ob ich euch jemals mit Kochvideos gedroht habe. Und es ist tatsächlich der Fall, dass ich übrigens hier Echo habe. Immer wieder gefragt werde, Tetzel, wie kann ich zunehmen? Was kann ich essen? Was geht schnell? Was ist lecker? Und ich habe da mal was vorbereitet. Nämlich gibt es jetzt ein Essen, was ich, ja, ich würde sagen, mehrfach die Woche in der oder ähnlicher Form esse, nämlich sogenannte Arme-Ritter-Sandwiches. Das ist so das Simpelste vom Simplen. Es ist günstig, es ist relativ hochkalorisch, es hat relativ viel Eiweiß, ordentlich Kohlenhydrate und macht dementsprechend ordentlich stark. Was braucht ihr dafür? Toastbrot, ich habe hier ganz normales Sandwich-Toast, ein paar Eier, einen kleinen Schuss Milch, eine Prise Salz, ich habe hier ein bisschen Lachsschinken, und noch ein kleines bisschen Käse. So, ganz einfache Sache. Hier ist eine Schüssel. Wir machen einfach 4 volle Eier. Kleiner Schuss Milch in die Eier rein. Prise Salz mit dabei. Ihr seht schon, die Pfanne wird schon ein bisschen vorgeheizt, nicht zu heiß. Kleines bisschen Öl tut ganz gut, damit das Ganze richtig lecker wird. Einmal ordentlich verrühren. Ich benutze statt Öl immer gerne so ein Cooking Spray, was halt quasi Sprühöl ist. Gigasutrition.com, Code Drinks, ne? Und dementsprechend spart man sich da noch extra Fett. Dann einfach so Toastbrot rein in die ganze Pampe. Wenden das Ganze und jupp, ab in die Pfanne damit. Lachsschinken nehme ich tatsächlich ganz gerne. Der hat natürlich entsprechend viel Eiweiß auf 100 Gramm, 27 Gramm, was eine ordentliche Portion ist. Hat sehr viel Salz, Leute, also wirklich mit dem Salz ein bisschen zurückhalten. Aber für uns Athleten, die wir intensiv trainieren, ist viel Salz auch nicht unbedingt schlecht. Wobei hier in diesen 100 Gramm schon 5 Gramm Salz sind. Also man sollte da dann ein bisschen mit Bedacht rangehen. Nicht, dass Salz schlecht ist. Wie gesagt, Salz brauchen wir als Katalysator für alles, was Leistung angeht, aber man muss noch nicht übertreiben. Zack. Disclaimer, das hier ist Essen für Leute, die einen hohen Energiebedarf haben. Nicht Clean Eating, super sauber. Ja, die Kalorien und die Nährwerte blende ich euch am Ende gleich noch ein. Jetzt machen wir hier so ein Pi mal Daumen, ein bisschen Käse drauf auf die ganze Geschichte. Käse kann nie verkehrt sein. Ich habe jetzt hier, wie ihr schon sehen könnt, Lachsschinken noch drauf gemacht. Zack. Und jetzt gibt es natürlich entsprechend den Deckel, damit es auch ein leckeres Sandwich ergibt. Schon mal sehr schön. Ein bisschen haben wir noch. Ich habe das Ganze mit 4 Eiern gemacht. Also wir kriegen jetzt hier mit diesen großen Sandwich Toasts entsprechend 6 Scheiben Toast. Mit kleinen werden es bis zu 10 bei 4 Eiern, das hängt ein bisschen davon ab. Aber die wiegen ja auch pro Scheibe weniger und saugen weniger aus. Logischerweise. Frech. Ja, Leute, simpel, schnell gemacht, Arme-Ritter-Sandwiches. Das Ganze hat ordentlich Kalorien. Ich sag euch den Nährwert, ich habe es mir extra eingetragen, damit ich nichts Falsches erzähle, meine Freunde. Wir haben 111 Gramm Kohlenhydrate, 46 Fett, relativ fettig und 88 Gramm Eiweiß schon erledigt. Und das Ganze hat ungefähr 1200 ein paar zerquetschte Kalorien. Gerechnet habe ich dabei mit circa 50 Gramm Käse. Das ist relativ realistisch. Schnell gemacht. Ordentlich viel Energie. Wie gesagt, das ist keine Mahlzeit jetzt für Ultra-Healthy-Food, sondern
um richtig was reinzukriegen, um danach Dampf zu haben im Training. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen unterhalten und ein bisschen gefallen. Lasst es euch schmecken. Ich werde jetzt auf jeden Fall mampfen. Und schreibt ruhig mal was in die Kommentare. Also wer sagt, er kann nicht zunehmen mit so einem Rezept, der muss einfach den Schinken mit Salami austauschen. Dann wird es auf jeden Fall besser. Und dann geht das definitiv gut rein. Guten Appetit. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich lege den Link in der Beschreibung. Sätze mit Folgen und sprich mal wirklich nicht. Und benutzt den Code RAINSLAYER. Jetzt aber wirklich.